Hallo und herzlich willkommen bei Peter Zeidler Barbecue. Heute haben wir hier ein wunderschönes Kalbsfilet. Das marinieren wir, das schneiden wir schön in Medaillons und marinieren es mit einer Kaffeesoße bzw. Kaffeemarinade. Dazu braucht man natürlich Kaffee. Hier zeige ich euch, der ist natürlich kalt, das ist ein Espresso. Sojasauce, Honig, etwas Kakao, Salz, Pfeffer und Chili, ein bisschen Piment und Zitronensaft. Ja. Dann würden wir als erstes mal anfangen mit unserer Marinade. Dann nehme ich jetzt erstmal das Chili, gebe das hier rein, etwas Salz, Pfeffer. Ich habe vorher schon mal was rein, schaut her, da ist ein bisschen mehr. Dann kommt ein Teelöffel Piment dazu, den habe ich gerade gestoßen. So ein Dreiviertel ungefähr. Dann den Kaffee. Ein Esslöffel von der Sojasauce. Zwei Esslöffel vom Honig. Einen Teelöffel gehäuft von Kakao und von der Zitrone, so eine Viertelzitrone ungefähr, den Saft von einer Viertelzitrone mal auspressen, geben es auch rein. So, haben wir einen Schneebesen. Das vom Löffel noch weg. Ich zeige es euch jetzt schön. Wer noch ein bisschen mehr Chili möchte, mehr Pfeffer, ist Geschmackssache. So, jetzt ist unsere Marinade fertig. Die ist sehr flüssig, das macht nichts. Jetzt haben wir hier unser Schweinefilet. Sieht aus wie Schwein, ist aber Kalb, ein Kalbsfilet. Das habe ich hinten den Kopf gebunden, habe es vorher ein bisschen pariert. Dann machen wir schöne Filets. Und ganz so dick. Weil das wollen wir auf einmal fertig grillen. Das war's schon. Dann brauchen wir noch so einen Plastikbeutel. Geben wir die Filets rein. Einvakuumieren brauchen wir auf keinen Fall, weil das soll wirklich nur eine Stunde da drin kurz ziehen, nicht viel länger. Die Soße haben wir noch mal gerührt. Und geben die Soße jetzt da schön rein. Kann man das ein bisschen mixen. Ganze überflüssige Luft raus. Drehen das kurz an. Und warten eine Stunde und lassen das im Beutel im Kühlschrank marinieren. Ja, das war's schon. Wir sehen uns gleich wieder. Sorry, ich habe natürlich in der ganzen Aufregung was vergessen. Aber das ist ja kein Problem. Gehackter Knoblauch gehört auch noch mit rein von einer Zehe. Jetzt müssen wir es natürlich noch ein bisschen besser mischen. So, alles schön verteilen. Eine Stunde. Passiert mir auch. Sorry. Aber mal Butter-T-Shirt ist klasse, oder? Das ist wieder mal Butter. Ich hoffe, das wird Butter heute. Bis gleich. Ich habe die Marinade mit den Filets aus dem Kühlschrank genommen. Das ist jetzt eine Stunde her. Würde man sie mal rausnehmen. Natürlich jetzt viel Saft. Macht nichts. Wenn wir ihn kurz schön hinlegen. So. Da ist natürlich etwas Knoblauch dran. Man sollte schauen, dass der von der Schnittfläche weg ist. Wenn man angrillt, an der Seite kann der ruhig kleben. Das macht nichts. Ist perfekt.
Der Grill ist vorgeheizt auf 280 Grad. Wir wollen das kurz angrillen und vielleicht eine Minute, zwei Minuten hoch zum Nachziehen. Fertig. Das ist wunderbar zartes Fleisch. Da werden wir dann mal loslegen. Ich nehme die Hände, weil es einfach besser ist von der Platzierung. Oh, ein herrlicher Geruch. Der Kaffee und die Sojasauce kommt extrem und der Knoblauch auch. Das ist ein kleines Stückchen hier. Man darf nur nicht so lang angrillen, weil da ist Honig drin, nicht, dass es zu schwarz wird. Ja? Machen wir trotzdem ein bisschen zu für eine Minute, dass es einfach ein bisschen nachzieht. Eine Minute ist um, jetzt schauen wir nach, ob sie sich schon lösen. Ein bisschen mit der Grillzange drunter. Klar, da ist ein bisschen Honig dabei, das bleibt ganz leicht kleben. Da karamellisiert natürlich der Honig, genau auf die gleiche Stelle, überhaupt kein Problem. Herrlich schaut es aus. Nicht so lange, ihr seht, der Honig karamellisiert und würde dann auf jeden Fall noch schwärzer werden und dann haben wir einen bitteren Geschmack. Ein Geruch, ich kann es gar nicht beschreiben mit dem Kaffee und dem Knoblauch, ist echt toll. Die Minute ist um, schauen wir weiter. Drehen die jetzt mal. Ich habe jetzt nicht auf die Uhrzeiten geachtet. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich drehe es aber so, dass ein Branding entsteht. Soll gar nicht so lang. Jetzt nehmen wir natürlich eine Grillbürste und reinigen das. Ganz normal, dass das runterläuft. Der Kaffee, seht ihr hier mit dem Honig, der karamellisiert schon. Gibt einen herrlichen Geschmack, auch der Grillgeschmack. Boah, herrlich. Jetzt drehen wir noch einmal dann auf die Mitte hier und dann schauen wir gleich, wie es ausschaut und wie es schmeckt. Ich hoffe, es ist Butter. Eine weitere Minute ist um. Jetzt drehen wir sie hierher. Fast schon ein bisschen viel, aber es geht gerade noch. Und jetzt können wir noch mal von der Marinade, einfach, dass es noch ein bisschen nachdampft, aufs Fleisch geben. Auch vom Knoblauch. Seht, es ist halt einfach so, Zucker ist drinnen. Man muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu stark karamellisiert. So, ich bin gespannt, ich freue mich schon. Nach dem vierten Mal drehen, jeweils eineinhalb Minuten, lege ich mir das Fleisch noch einmal oben aufs Ablagerüst für kurze Zeit. Die großen Stücke kann man übereinander legen, dann sind sie genauso dick und werden zur gleichen Zeit auf jeden Fall fertig. So, dann machen wir aus und lassen das kurz offen, schließen den Deckel, wenn die Temperatur etwas runtergegangen ist und sehen uns gleich wieder. Unsere Kalbsmedaillon sind jetzt nach viermal eineinhalb Minuten und auf dem Ablagerrost noch für ungefähr fünf Minuten. Die Temperatur hatte noch 200 Grad, ist ein bisschen hoch, es macht nichts. Nachgezogen, die holen wir jetzt mal runter. Die großen Stücke kann man ruhig noch ein bisschen drauf liegen lassen. Das ganz dicke lasse ich noch kurz drauf. Das braucht noch. Oh, ich meine natürlich das. Entschuldigung, das ist ein bisschen dicker. Lassen wir noch kurz drauf. Den Rest nehmen wir runter. Hoho. Ich freue mich, ich freue mich. Jetzt nehme ich eines weg. Schneiden wir mal an. Seht ihr das?
Wahnsinn. Wahnsinn, ich nehme ein bisschen kleineres Stück. Ohne Zähne, ne? Butter, wirklich, wirklich, ist wirklich Butter. Unvorstellbar, super zart, ein toller Geschmack mit dem Kaffee, mit dem Chili, mit dem Honig etwas, den Kakao, man merkt die ganzen Geschmäcker, den Piment. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, bis zum nächsten Mal, euer Peter Zeidler.